einen wunderschönen guten Tag. Endlich geht es weiter mit Becker versus Bond. Und wir fahren fort mit der Bond-Reihe, indem wir jeden Bond-Film durchquatschen, von denen ich ja eigentlich die meisten noch gar nicht gesehen habe. Und genau das ist ja das Spannende an der ganzen Nummer, dass ich vielleicht auch mal mit einer Meinung um die Ecke biege, die vielleicht die Hardcore-Bond-Fans von euch jetzt nicht so cool finden oder vielleicht zumindest nicht teilen und wir dann ganz entspannt in den Kommentaren darüber reden können. So, wir sind jetzt angelangt bei Film Nummer 8, Leben und Sterben lassen. Und der Film steht für mich so ein bisschen im Zeichen des Umbruchs, würde ich mal sagen. Also, wir haben zum Beispiel das erste Mal, dass John Barry nicht die Musik komponiert hat. Wir haben Q nicht dabei. Wir hätten sogar fast M nicht dabei gehabt, zumindest nicht gespielt von dem Darsteller, den wir vorher schon in den ganzen Filmen hatten, denn die Frau des Schauspielers ist leider gestorben. Also ja, stand das Ganze so ein bisschen auf der Kippe, ob er wirklich mitspielen kann. Und dann haben wir natürlich das ganz Offensichtliche, wir haben einen Darstellerwechsel. Und diesmal nicht nur für ein oder zwei Filme, sondern gleich für ganze 7. Roger Moore ist da. Und löst Sean Connery ab, der ja bei Diamantenfieber sich nochmal die Ehre gab und gesagt hat, er kommt wirklich nur für diesen einen Film zurück. Ob man das glauben mag? Naja, wir kommen auf jeden Fall darauf noch zu sprechen in den nächsten Folgen irgendwann. Aber Roger Moore ist jetzt da und die Macher und Produzenten hatten Roger Moore schon länger im Blick gehabt und hätten ihn gerne als Bond verpflichtet. Das Problem war aber, dass er eine Serie hatte, und zwar Die Zwei, was ja auch so eine lockere britische Agenten-Comedy-Serie war. Also ich habe die damals mit meiner Oma vielleicht mal so ein paar Folgen gesehen, ist aber auch schon lange, lange her. Und ich erinnere mich wirklich nur noch daran, dass es halt ein bisschen lockerer war halt, ne? Und auch so ein bisschen Gentleman-mäßig, alle im Anzug mit Hut und so halt. Und der Witz an der ganzen Nummer ist, dass die Serie Die Zwei wurde abgesetzt. Und Roger Moore ist dadurch aus seinem Vertrag rausgekommen und durfte deswegen endlich James Bond spielen. Und unterschrieb erstmal einen Vertrag über 3 Filme. Und der erste ist dann halt Leben und Sterben lassen. Und ja, damit würde ich sagen, springen wir in die Handlung, die natürlich anfängt mit der, ich nenne es mal Pre-Intro-Sequenz, also diesen Cold Opener, der ja bei den meisten Bond-Filmen eigentlich immer da ist, damit die Handlung eingeleitet wird. Und auch hier wieder eine Premiere, denn es ist die erste Einleitungsszene eines Bond-Films ohne James Bond. Denn wir sehen an 3 verschiedenen Schauplätzen auf der Welt, wie Agenten umgebracht werden. Einmal in New York bei einer Versammlung, die irgendwie aussieht wie so ein Regierungstreff, irgendwie Regierungsbesprechung. Und einer der Gentlemen, natürlich der Engländer, hat ein Gerät im Ohr, damit er mit Hilfe eines Dolmetschers natürlich dann alles übersetzt bekommt. Und in der Übersetzerkabine wird ein Kabel ausgetauscht und dann passiert irgendetwas und der gute Mann fällt einfach tot um. Ja, das ist Numero Uno. Der zweite ist in New Orleans und steht an einer Straße rum und beobachtet einen Straßenzug, der offenbar von einer Beerdigung kommt oder zu einer Beerdigung will. Wahrscheinlich eher will, weil die haben nämlich einen Sarg dabei. Und auf einmal kommt einer an und sticht diesen Typen einfach ab. Ja, und das Coole ist, das fand ich wirklich cool, die Leute mit dem Sarg laufen halt quasi an der Leiche dann vorbei, stülpen den Sarg über den Typen, der auf dem Boden liegt und heben ihn hoch und schleppen ihn in dem Sarg mit. Und das alles ohne Schnitt. Und das ist echt cool gemacht. Also das ist handwerklich echt gut. Ja, und Nummer 3 ist auf einer Karibikinsel namens Saint Monique. Und da sehen wir schon, da läuft irgendwas komisch. Also da ist irgendwie irgendwas Okkultes am Werk, so ein bisschen Voodoo-Zauber oder so. Ganz viele Frauen tanzen da wirr durch die Gegend. Und ein Häuptling, der später auch noch so ein bisschen entscheidend wird für die Handlung, der tanzt da auch rum und quatscht Blödsinn. Und ein Typ, auch wieder natürlich in einem Anzug, ist gefesselt an einen Holzpfahl
Und der Häuptling kommt mit einer schicken grün-gelben Schlange an und hält sie ihm ständig vors Gesicht. Ja, irgendwann beißt die Schlange natürlich zu und der gute Mann ist tot. Ja, das ist die Introsequenz, die ich eigentlich ziemlich cool fand. Also, das Ding mit dieser Regierungsbesprechung, das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam mit dem Hörgerät. Aber die anderen beiden Sachen fand ich schon mal cool. Hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Also, man war gespannt, oder ich war gespannt darauf, zu wissen, wie es denn da weitergeht. Gerade die letzte Szene auch mit diesem ganzen Voodoo-Gedöns ist ja auch mal ein anderer Ansatz in einem Bond-Franchise. Finde ich jedenfalls. Ja, und dann kommt natürlich die Titelsequenz mit dem Bond-Song. Und diesmal hat sich Paul McCartney die Ehre gegeben und einen Bond-Song gemacht, den man zumindest von der Melodie her kennt. Also, ich weiß nicht, ihr könnt ja, oder ich werde ihn ja sowieso einspielen, aber ihr könnt auch gerne mal bei YouTube einfach mal das Lied eingeben. Und die Melodie von diesem Bond-Song, die kennt, glaube ich, jeder. Also, die ist bekannt. Ich kannte die auch. Ich hätte jetzt nicht auf Anhieb gewusst, dass es ein Paul McCartney-Song ist und dass es ein Bond-Song ist. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Aber die Melodie kannte ich halt, ne? Also, die läuft auch oder lief, glaube ich, in den 90ern in 1000 verschiedenen TV-Shows, irgendwelchen komischen Sendungen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kennt man das Ding. Ist cool. Ist ein cooles Lied. Zum Thema Bond-Song. So, Auftritt James Bond. Der wird natürlich mit einer Frau an seiner Seite im Bett quasi erwischt von M, der nämlich auf einmal vor seiner Tür steht und sagt, James, wir müssen sprechen. Drei Kollegen wurden ermordet. Du musst der Sache auf den Grund gehen. Und seine Bettgespielin versteckt sich erstmal ganz diebisch im Schrank. Das Problem ist nur, dass Moneypenny einige Zeit später auch noch kommt und die gute Frau dann halt auch noch sieht, ja, sich aber laufen lässt. Aber wir wissen ja schon aus den vorigen Filmen, Moneypenny ist da nicht so. Die nimmt das Ganze mit Humor, mit einem schelmischen Grinsen, steht Moneypenny über dem Ding. Und ja, Bond hat seinen Auftrag. Und ich muss auch hier schon ganz klar sagen, dass ich finde, man merkt hier den neuen und anderen Ansatz an der Figur James Bond. Weil Roger Moore als James Bond wirkt schon, ja, sehr locker. Alles mit einem Grinsen weglächelnd. Auch so ein bisschen respektlos, weil es bei der Besprechung von M und ihm, also M und James Bond, ja, im Grunde darum geht, so auf witzig gemacht, dass James Bond Kaffee machen will und die Maschine so laut ist, dass er eigentlich M quasi gar nicht zuhören kann. Es ist ihm aber halt auch scheißegal. ja, also man merkt hier schon, dass die Macher auf jeden Fall versucht haben, Roger Moore einen ganz anderen Anstrich zu geben als James Bond. Er ist lockerer, er ist, ja, witziger, er scheint die ganze Agentennummer irgendwie auch nicht so richtig ernst zu nehmen, habe ich das Gefühl. Ich habe in vielen Kritiken gelesen, dass viele das Gefühl auch hatten, dass Roger Moore einfach nur Beiwerk ist und die Handlung so an ihm vorbeirauscht. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ja, es ist halt alles ein bisschen mehr auf Humor getrimmt und diese ganzen Kult- und Klischee-Sachen, die Bond irgendwie auch ausgemacht haben, zum Beispiel, ja, Martini geschüttelt, nicht gerührt und solche Geschichten, die gibt es hier erstmal gar nicht. Also, Roger Moore trinkt zum Beispiel Whisky, später dann in einer Bar. Ja, also Roger Moore auf jeden Fall ein anderer Bond als Sean Connery. Und ich kann auch schon mal so viel sagen, wenn ich jetzt beim MI6 wäre und ich würde dort eine Ausbildung machen und man würde mir sagen, pass auf, hier die zwei Typen, Sean Connery oder Roger Moore, such dir einen aus, wer soll ich ausbilden? Ich würde definitiv Sean Connery nehmen. Also der wirkt mir irgendwie, ja, weiß ich nicht, professioneller, irgendwie, ja, irgendwie besser gemacht für den Job. Also, meine Meinung. Ihr könnt aber auf jeden Fall gerne in die Kommentare hauen, was ihr denkt. Ich weiß ja auch von den Kommentaren aus den letzten Filmen schon, dass es hier sehr, 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 sehr viele Roger Moore-Fans gibt, die nur darauf gewartet haben, dass wir endlich mit den Roger Moore-Filmen anfangen. Und der Spaß an der Nummer sei euch auf jeden Fall nicht genommen. Es ist halt wirklich nur meine Meinung. Und das soll auch nicht bedeuten, dass Roger Moore schlecht ist in der Rolle. Um Gottes Willen gar nicht. Ich fand den Einstand wirklich cool. Mir gefällt einfach Sean Connery besser. Das ist, ja, das ist eigentlich nur der Punkt. So, Sean Connery. James Bond macht sich also in die Spur, und zwar nach New York.
und er lässt sich dann fahren. Das Problem ist nur, dass sein Chauffeur gleich abgeknallt wird. Ja, dann muss James dann zusehen, wie er da irgendwie aus der Nummer rauskommt, weil das Auto auch nicht bremsen kann. Der Fuß ist natürlich auf dem Gaspedal, wir kennen das aus zigtausend anderen Filmen. Und ja, die einzige Lösung für James ist dann halt einfach mit dem Auto gegen einen Lastwagen zu knallen. Ihm ist natürlich nichts passiert, es ist halt James. Und er nimmt dann auch sofort Kontakt auf zu Felix Leiter. Und wie es natürlich so üblich ist, wird auch dieser Felix Leiter wieder von einem anderen Schauspieler gespielt. Damit haben wir jetzt Nummer 5. Also 5 verschiedene Schauspieler für ein und dieselbe Rolle. Das ist schon beachtlich. Vielleicht auch so ein Markenzeichen der Rolle? Kann natürlich auch sein. Ist auch Wurst, ist ja nicht entscheidend für den Film. So, James Bond gibt Felix auf jeden Fall das Nummernschild durch und Felix sagt, naja, alles klar, da und da kannst du hinfahren. Da wirst du eventuell fündig werden. James macht sich auf den Weg und findet sich in einem Voodoo-Laden wieder. Ja, da haben wir natürlich schon mal die Verbindung zwischen der Eingangssequenz auf Saint-Monique mit den ganzen Voodoo-Leuten, die da komisch rumgetanzt haben, und natürlich einem Voodoo-Laden. Also, ne, da steht, ist auf jeden Fall eine Verbindung. Ne? Und James guckt sich so um und landet irgendwann in einem Parkhaus, versteckt sich und verfolgt dann halt auch Leute, die ihm so ein bisschen verdächtig vorkommen, und landet irgendwann bei der wunderschönen Solitär. Und die heißt auch nicht umsonst Solitär, denn die spielt gerne mit Karten. Und was hat man da für Karten? Natürlich Tarotkarten. Und wie wir im Laufe des Films rausfinden werden, kann Solitär die Zukunft voraussagen. Oder ja, die nahe Zukunft zumindest, mithilfe ihrer Tarotkarten. Findet James natürlich Quatsch. Wird in dem Film aber auch nie so richtig aufgelöst, ob das denn nun wirklich so ist oder nicht. Oder ob das vielleicht auch nur Glück war, man weiß es nicht. Und generell ist der Film auch durchzogen von so ein bisschen okkultem Kram, so Hexerei und solche Geschichten halt, ne? Auch mit dieser ganzen Voodoo-Thematik. Also, jetzt mal abgesehen von den ganzen James-Bond-Gadgets, die ja manchmal generell auch nicht so ganz hundertprozentig realistisch sind, haben wir hier nochmal einen ganz anderen Ansatz, der schon fast so ein bisschen in die Fantasy-Richtung geht. Aber wie gesagt, es wird nie erklärt, ob das an dem ist oder halt eben nicht. Wird halt offen gelassen. Was ich auch gar nicht schlimm finde. Finde ich eigentlich ganz cool. Man kann sich das halt so ein bisschen zurechtreden und biegen, wie man das als Zuschauer gerne möchte. So, James hat natürlich ein Auge geworfen auf Solitär. Ist ja logisch, ne? Also wenn eine Frau in seiner Nähe ist und dann sieht die gute Frau auch gar nicht mal so schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist James natürlich Feuer und Flamme. Aber zuerst muss er sich mit Mr. Big rumschlagen. Und damit meine ich nicht den Vollidioten von Sex in the City, nein, von dem Unterweltboss Mr. Big. Und ja, der findet es gar nicht so geil, dass James da so rumschnüffelt und möchte eigentlich auch nur, dass James hingerichtet wird. Also geht's ab auf den Hinterhof mit zwei anderen Typen und dann taucht auf einmal ein anderer, ich glaube ein CIA-Agent, oder ist es ein MI6-Agent? Siehst du, das habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, es ist ein CIA-Agent, der ihm hilft. Auf jeden Fall wird James gerettet und kann dann abhauen. So, dann macht sich James auf in die Karibik, nach Saint-Monique, zu der Voodoo-Insel. Wobei, ich glaube, erst auf eine andere Insel, da ist sein Hotel. Und später geht es nämlich erst nach Saint-Monique rüber mit dem Schiff. Und im Hotel macht er dann auch ganz schnell Bekanntschaft mit Rosie Carver, glaube ich, war ihr Nachname. Und die ist auch Agentin vom CIA. Und das war auch so geplant, dass die beiden sich quasi treffen und sie soll ihn unterstützen. Ja, zusammen geht's dann auch und man merkt auch da, die Chemie stimmt, ne, zwischen den beiden. Logisch. Ja, und zusammen und mit einem anderen Mann geht's dann per Boot rüber nach Saint-Monique. Schöne tropische Insel. Und während der Fahrt stöpselt die gute Frau an Gerätschaften rum und ja, torpediert quasi die Mission von James. Und James ist ja auch nicht dumm. Haben wir auch schon in den letzten Filmen alles x-mal durchgekaut. Wenn James verraten wird, er merkt das. Er ist nicht blöd. Und natürlich konfrontiert James die gute Frau dann auch
auf dieser Insel, während sie beide gerade dabei sind, ein bisschen rumzutechtelmechteln. Und ja, das Problem ist leider nur, dass die gute Rosie ganz schnell auch das Zeitliche segnet, weil dann so, ja, auch wieder so okkulte Figürchen irgendwie rumstehen und daraus kommen dann, ja, Pfeile geschossen und ja, jedenfalls muss die gute Frau das Zeitliche segnen und der Auftritt von ihr in diesem Film war damit auch gar nicht so lang. Ich habe einen Mordanschlag vergessen mit einer Schlange in dem Hotelzimmer, bevor Rosie auftaucht. Gibt es einen versuchten Mordanschlag auf James Bond mit einer Schlange. Und ja, was macht James? Er nimmt eine Dose, ich weiß nicht, was es ist, Haarspray oder irgendwas, mit einem Feuerzeug. Ja, das war's mit der Schlange. Und das hat mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert. Da bin ich auch mal mit einer Deo-Dose rumgelaufen. Ja, James Bond, jung geblieben, wie eh und je. Ja, James möchte sich aber natürlich nicht geschlagen geben und klemmt sich hinter, wie heißt es, Solitär, genau, Solitär und infiltriert mit Hilfe eines schwarzen Gleiters den Stützpunkt von dem guten Kamanga. Der ist nämlich Botschafter zwischen der Karibik und New Orleans oder irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall, der ist irgendwie so Botschafter. Und bei dem ist Solitär in so einer Festung. James Bond kann die infiltrieren und fängt dann an, auf einmal die gute Solitär zu veräppeln. Also, böse, böse. Und spielt ihr mit Karten vor, dass die beiden unbedingt etwas anfangen müssen miteinander. Dass sie miteinander schlafen müssen. Das haben die Tarotkarten gesagt. Ja, wie sich natürlich herausstellt, waren die Karten gezinkt und James hat ein falsches Spiel gespielt. Ändert nichts an der Sache, dass die gute Solitär mit dem süßen James eine heiße Nacht verbringt. Und das Problem an der Nummer ist natürlich, wenn sie keine Jungfrau mehr ist, hat sie auch diese Fähigkeiten nicht mehr. Also sie kann nicht mehr in die Zukunft sehen. Was dazu führt, dass Solitär die Hosen gestrichen voll hat und unbedingt von dieser Insel weg will. Ja, James, Gentleman wie immer natürlich, versucht sie zu eskortieren und von dort wegzubringen. Und die Herrscher des Feindes, nehmen die Verfolgung auf. Und es gibt eine schöne Verfolgungsjagd mit einem Touristenbus, die eigentlich cool ist. Also die ist wirklich cool. Und ja, am Ende der ganzen Nummer verliert der Bus das Dach. Und es ist ein Cabrio-Bus. Aber ja, hört sich witziger an, als es im Grunde ist. Die Verfolgungsjagd ist wirklich cool gemacht. Und James möchte dann auch mit einer Propellermaschine abhauen. Und auch da gibt es wieder Verfolger und Häscher, die auf ihren Spuren sind. Und das Flugzeug verliert seine Flügel. Ja, auch das ist eigentlich eine wirklich coole Szene. Ja, kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, geht's auf jeden Fall wieder zurück nach New Orleans. Und Felix Leiter geht zusammen mit James in die Bar von diesem, ja, Mr. Big. Fillet of Souls oder so heißt die Bar, glaube ich. Genau, irgendwie so müsste der Name gewesen sein. Und die beiden setzen sich an einen Tisch und Felix steht kurz auf, will, glaube ich, Getränke bestellen und auf einmal fährt der Tisch runter und ja, dann ist James wieder quasi, ja, gefangen von Mr. Big, der sich aber zu erkennen gibt als Kamanga, also der Botschafter, von dem ich gesprochen habe, der da auf dieser Karibikinsel eigentlich rumlungern sollte, und Mr. Big, dem großen Paten von New Orleans, sind ein und dieselben Figuren. Und haltet mich für total bescheuert, aber ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich habe mitbekommen, dass der Mr. Big etwas seltsam aussieht im Gesicht. Das definitiv, das habe ich schon gemerkt. Da ist irgendwas komisch, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich bin einfach nicht auf den Punkt gekommen, dass die beiden Figuren ein und dieselbe sind. Das ist mir irgendwie entgangen. Und dann habe ich mir natürlich an den Kopf gefasst und dachte, ja, natürlich, klar. So, er reißt sich so die Gummimaske ab und ja. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, das sah richtig gut aus. Also der Mr. Big mit seiner Gummimaske oder ja, mit seiner Latexmaske, das sah gut gemacht aus. Tja, und wie soll es anders sein? In der
Ansprache von Mr. Big bzw. Kamanga oder Kananga, Kamanga, irgendwie sowas, gibt es natürlich die große Auflösung, was hat der gute Mann denn überhaupt vor? Tja, er will Heroin verschenken. Hört sich total bescheuert an, habe ich auch erstmal gedacht. Und er erklärt das dann damit, dass er das Heroin verschenkt und damit natürlich erstmal seine Konkurrenten ausschalten kann, weil wer sollte sich noch Heroin kaufen, wenn man es kostenlos bekommt? Und natürlich, wenn etwas kostenlos ist, gibt es natürlich auch Leute, die halt sich vielleicht auch mal was holen und das ausprobieren. Sprich, es gibt mehr Süchtige. Und wenn er erstmal ja quasi den Markt überschwemmt hat mit kostenlosem Heroin, dann kann er natürlich die Preise anziehen und das Zeug verkaufen. Und jetzt ratet mal, wo sich die Opiumplantagen befinden. Natürlich auf Saint-Monique, wo dieser komische Hohepriester, Samidi heißt er, der bewacht nämlich da die Felder, ja, damit da keiner rangeht. Und ja, der große Plan wurde offenbart, wie das bei James-Bond-Filmen und seinen Bösewichten nun mal ist. Und James wird auf eine Krokodilfarm verfrachtet. Und die Szene fand ich auch sehr bemerkenswert. Denn James wird quasi in der Mitte von so einem See, in dem natürlich Krokodile sind, platziert und er muss ja da irgendwie wieder wegkommen. Und die Krokodile haben natürlich Hunger. Also rennt James Bond über die Krokodile rüber, wie in so einem Cartoon. Und ich dachte, das sind halt Fake-Krokodile, irgendwelche Plastedinger, die vielleicht ein bisschen hydraulisch funktionieren. Und ich habe dann später gelesen, weil ich natürlich immer noch, bevor ich hier das Video aufnehme, noch so ein paar Infos zusammensammle. Und da habe ich später gelesen und kann es irgendwie bis heute nicht so richtig glauben, dass die Krokodile echt sind. Und der Typ, dem diese Krokodilfarm da gehört, also es ist halt eine echte Krokodilfarm, der ist wirklich über diese Viecher rübergerannt. Und jetzt kann man sich natürlich erstmal darüber streiten, ob man über Tiere generell, egal wie groß oder gefährlich die sind, ob man über die rüberrennen sollte. Das ist schon mal der eine Punkt. Auf der anderen Seite hat er sich auch dabei verletzt, was natürlich so, ja, weiß ich nicht, ist das Karma? Keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt der Typ Kamanga. Und nach dem wurde dieser, der Bösewicht benannt, oder quasi seine eine Hälfte von seiner Persönlichkeit, wurde nach diesem Krokodilzüchter benannt. Ja, auf jeden Fall krasser Typ. Also Eier hat er auf jeden Fall in der Hose gehabt. Einfach über Krokodile zu rennen, ist schon übel. Also würde ich auf jeden Fall nicht machen. Wäre jetzt nicht unbedingt etwas, wonach ich im Leben strebe. Ja, James muss natürlich irgendwie fliehen, aber erstmal jagt er die ganze Hütte da in die Luft oder er zündet sie zumindest an und dann flieht er und dann kommt auch wieder eine richtig coole Verfolgungsjagd. Also das muss man den Film auf jeden Fall lassen. Die Verfolgungsjagden in diesen Streifen sind richtig cool. Und dann kommt so wie so eine Art Sideplot mit so einem, wie heißt der, Sheriff Penny? Penny, glaube ich, heißt der, P.W. Penny oder irgendwie sowas. Und ist halt so ein typischer Hinterwäldler-Sheriff halt, ne? Der nichts auf die Kette kriegt. Er ist so breit wie hoch, redet nur Dünnpfiff und probiert halt irgendwie diese Verfolgungsjagd zu unterbinden. Er weiß nicht, wen er jagen soll. Soll er James Bond jagen? Soll er die Verfolger von James Bond jagen? Keine Ahnung. Also, ja, er ist halt völlig durch, hat keinen Plan, was er zu tun hat und, ja, ist halt auf witzig getrimmt. Also, der Typ soll halt dieser Comic Relief sein und ich habe mich dann auch schon selber gespoilert, weil ich weiß, dass er, und entschuldigt den Spoiler jetzt für euch, auch im nächsten Film auftaucht. Also, ja, scheinbar kam die Figur gut an. Also haben sie ihn für den nächsten Film auch gleich mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht tritt er auch in den Büchern so auf. Kann natürlich auch sein, dass es gar nicht an dem Film liegt, sondern halt an den Büchern, dass die Figur da auch mit drin ist. Könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare hauen. Ja, James macht dann halt natürlich, ne, die Verfolgungsjagd auch per Boot und ja, alles cool gefilmt, alles cool. Gibt's auf jeden Fall nichts zu meckern. Problem ist natürlich, Solitär ist weg. Ja, seine hübsche neue Frau, Freundin, Bekannte, Liebschaft, die wurde nämlich nach Saint-Monique verfrachtet. Und die gilt es nun zu retten. Also James natürlich ab nach Saint-Monique und ja, mischt dann halt quasi die halbe Insel auf, so nach dem Motto, kann die gute Frau befreien. Und irgendwann befinden sie sich dann in einer Höhle und wollen auch da fliehen, werden dann aber aufgegriffen und ich habe, um Gottes Willen, ich habe den großen Handlanger vergessen. Ihr habt wahrscheinlich schon die ganze Zeit vor
dem Video gesessen und gefragt, warum erwähnt er diesen Typen nicht? Es gibt nämlich wieder einen richtig coolen, bemerkenswerten, mit einem genialen Gadget ausgestatteten Handlanger des Oberschurken, nämlich Tee-Wee. Tee-Hee heißt er. Genau. Der hat nämlich einen, ja, so eine Art Captain Hook-Hand. Ist aber kein Haken, es ist so eine Kneifzange. Ja. Und in der Szene, relativ am Anfang, wo James das erste Mal auf Mr. Big trifft, da lernen wir auch das erste Mal Tee-Hee kennen. Und er nimmt dann James Bond die Knarre ab und zerdrückt die einfach mit seiner Kneifzange. Wir wissen also, mit diesem Mann ist nicht zu spaßen. Und die Kneifzange ist auf jeden Fall nicht zum Hose anziehen da. Ja, James und seine Angetraute oder seine neue Perle werden erneut gefangen genommen. Und diesmal gilt es, den Haien zu entkommen. Denn auch Mr. Big, / Kananga, hat ein Haifischbecken. Hatten wir ja auch schon in ein oder zwei James-Bond-Filmen. Die Liebe zu Haien ist scheinbar grenzenlos. Und die beiden werden auf so eine Plattform gestellt. Unter ihnen ist ein großes Becken mit Haien. Und diese Plattform wird langsam hinabgelassen. Aber James Bond hat natürlich ein Gadget am Start. Und zwar seine coole Uhr. Und die kann er per Knopfdruck zur Säge umfunktionieren. Und dann dreht sich das Ziffernblatt. Und damit kann er quasi die Fesseln durchschneiden. Und ein anderes Gadget habe ich in dieser ganzen Hektik und Eile hier auch vergessen. Er hat nämlich in seiner Uhr auch einen Magneten. Und ich glaube, das Spannendste, was er damit gemacht hat, war eigentlich, dass er am Anfang des Films das Kleid seiner Frau, die sich im Kleiderschrank versteckt hat, hat er mit dem Magneten aufgemacht. Das war cool. So, jedenfalls, Bond kann sich befreien. Es gibt eine Schlägerei, Prügelei mit Mr. Big / Kananga und die beiden landen natürlich im Wasser. Aber James hat eine, so habe ich das jedenfalls irgendwie später dann gelesen, mir war es während des Schauens des Films nicht so hundertprozentig klar, was das jetzt unbedingt war. Sauerstoffkapsel, eine Druckkapsel für Harpun. Die hat er, glaube ich, im Laufe des Films irgendwo mal mitgehen lassen. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall stopft er diese Kapsel, diese Patrone, dem Schurken in den Mund. Und irgendwie scheint die im Mund zu platzen oder was. Also die Szene ist wirklich, also die fand ich dann wirklich ein bisschen lächerlich. Denn der Herr Big steigt aus dem Wasser auf, wird immer fetter wie ein Luftballon und irgendwann platzt er. Puff. So, damit wäre quasi der Tag gerettet. Und findige Zuschauer, Zuhörer, was auch immer ihr da draußen seid, werden schon mitbekommen haben, dass das vermeintliche Ende eines James-Bond-Films sehr oft nicht das Ende ist. Denn es gibt ja immer noch Tee-Hee. Und während der Zugfahrt, wir sind also wieder in einem Zug, auf dem sich James Bond und seine Solitär befinden. Dort kommt dann auch Tee-Hee an und es gibt den entscheidenden Zweikampf zwischen James und Tee-Hee. Und selbstverständlich kann James das Ganze für sich entscheiden. Erst nimmt er ihn den Arm ab und später schmeißt er ihn aus dem Zug. Ja, das war im Grunde James Bond leben und sterben lassen. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn ich am Anfang so geklungen habe, als würde ich jetzt Roger Moore nicht als James Bond mögen oder so. Aber ich fand den Einstand eigentlich cool. Also ich muss sagen, ich mag den Film. Und gerade diese neuen Ansätze, dass es halt vielleicht mal in so eine etwas okkultere Richtung geht, dass wir keinen Oberschurken haben, der die Weltherrschaft an sich reißen will oder irgendwelche Supermächte gegen sich aufbringen will. Ne? Solche riesen Fässer gibt's in diesem Film nicht. Da ist halt ein Typ, ein Gangsterboss und der will einfach Heroin verkaufen. Schön klein, knackig, eine schöne kleine Geschichte. James Bond quasi mittendrin. Es gibt zwei Frauen. Eine war eher belanglos. Also Rosie war so, muss man nicht haben, war nett. Solitär fand ich eigentlich ganz sympathisch. Hübsche Frau auf jeden Fall. Die übrigens im Buch, so habe ich gelesen, eine farbige Frau ist. Und für den Film wurde dann eine weiße genommen. Fand ich etwas seltsam.
weil der Film eigentlich auch voll ist mit farbigen Leuten. Also, ne, wir haben ja New Orleans als großen Schauplatz des Films und da rennen halt sehr viele farbige Leute rum. Und ich hatte generell das Gefühl, der Film fährt vielleicht so auch so ein bisschen im Fahrwasser von diesen Blaxploitation-Filmen, die Ende der 60er und 70er irgendwie aufgekommen sind. Und deswegen wurde das Setting vielleicht ja, in diese ja, farbige Gegend irgendwie verschlagen. Kann sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, könnte ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich fand den Film cool. Kann man sich auf jeden Fall angucken, war definitiv nicht der schlechteste. Der beste war es jetzt auch nicht. Ich würde ihn so im höheren Mittelfeld bis jetzt würde ich ihn ansiedeln. Und ja, ist einer, den ich mir auf jeden Fall nochmal angucken würde. Hätte ich gar kein Problem mit. Ja, das war meine Meinung zu Leben und Sterben lassen. Und ihr könnt mir jetzt bitte mal in die Kommentare knallen, wie ihr den Film fandet. Wie findet ihr Roger Moore als Bond-Darsteller? Und ja, wenn ihr wieder irgendwelche Side-Facts habt, die man vielleicht wissen dürfte, könnte, sollte, auch wieder ab in die Kommentare damit. Übrigens, Grüße gehen auch raus an White Falcon. Ich weiß, du bist einer der ganz großen Bond-Fans und konntest es ja auch kaum erwarten, dass es hier endlich mal weitergeht. Deswegen, Grüße gehen raus. Ich werde mir jetzt mal vielleicht immer einen rauspicken von euch, von der Rasselbande und werde mal ein paar Grüße da lassen jetzt in den nächsten Folgen. Es wird auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßiger kommen, das Format. Ich will ja auch weiterkommen. Ich will ja auch die Filme gucken. War halt in letzter Zeit ein bisschen schwierig zeitlich, aber jetzt legen wir wieder los. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Samstag kommt das nächste Action-Video, die nächste Top 10 für 2005. Und ja, habt eine schöne Restwoche. Auch ein schönes Wochenende auf jeden Fall und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Becker vs. Bond.